Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever. So ihr Lieben, in der letzten Folge hatten wir ja angefangen gehabt, unsere Stahlproduktion mal anzukurbeln. Jetzt gilt es, diese Sachen abzuholen. So. Schauen wir mal. Die Gleise müssten eigentlich schon alle liegen. Mindest einigermaßen. So, folgendes wird hier jetzt passieren. Und zwar brauchen wir. Muss mal gleich gucken, dass wir hier nichts umbauen. Das passiert öfters mal. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier. Machen wir das. Machen wir so und wir gehen hier eine Erhöhung rüber. Und wie weit kommen wir schon? Kommen schon. Beziehungsweise wir gehen hier in den Tunnelbau. So machen wir das. So, 120. Na, möchte jetzt? Jetzt möchte eintauchen in den Tunnel. So, noch nicht. So. So müsste es passen, dass er auf der Ebene bleibt. Holt er hier aber gut Gas. Okay, 100 lasse ich mir eingehen. Das ist noch in Ordnung. So, und jetzt müsste er aber langsam mal wieder hochkommen hier. Guten. Möglichst schmerzfrei die Kurve bekommen. So. Kommen wir hier runter sanft? Ja, das lassen wir uns eingehen. Das passt schon. So, wir haben hier nur ein Problem und zwar müssen wir. Moment, der fährt zweigleisig da drauf. Das heißt, wir müssen hier eigentlich wieder rauskommen. Damit wir dann da die Strecke andienen können. Da müssen wir noch ein Stückchen wegnehmen wieder. Möglichst vor der Weiche. Weil die Kollision hier oder was? Oder ist die Weiche schon zu nah? Ach Mensch, liebe Leute. Müssen wir halt ein bisschen was tricksen da. So. Wo hat er denn eine Kollision hier bitte? Da ist die Weiche. Ich möchte hier noch raus. Miep, miep.
Jetzt kommen wir raus da. So, jetzt müssen wir kurz überlegen, dass wir hier keinen Blödsinn machen. Die fahren beidgleisig daher. Eigentlich ist das Blödsinn. Nee, ist es nicht. Doch ist es. Weil die fahren hier zweigleisig. Der könnte eigentlich locker hier ausmarschieren. Aufs zweite Gleis. Und dann hätten wir hier zwei Strecken, die komplett dieses Gleis bedienen. Und hier hätten wir zwei Strecken, die dieses Gleis bedienen. Ich glaube, das wird man auch so machen müssen. So. Überall Kollision, Kollision. Jetzt müssen wir mal kurz Päuschen machen hier, damit wir hier keinen Quatsch fabrizieren. So, das kommt mal weg. Nehmen mal die Weiche raus. Denn jetzt fährt er nämlich nur hier entlang. Dient hier sein Gegenpart an. Den müssen wir gleich zurückschicken, hier den Guten. Dass uns keinen Weg mehr findet. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier kein Heckmeck machen. Denn das ist ja ein kombinierter Verkehr hier. So, die fahren die Strecke darüber. Da passt das, da passt das. Mei, ein ganz schönes Stückchen. So. Brauchen wir mal kurz hier einen Wegpunkt. Und ein Wegpunkt. Der hier ist nun nicht mehr korrekt. Machen die mal hier vorne. So, dann haben wir hier einmal. Das passt, das passt. Die schneiden sich hier nur kurz. Dann haben wir hier unseren Kreislauf drin. Das ganze Stück bis dahinter. Genau. So, dann brauchen wir nämlich den Quatsch da auch nicht. Wir wollten eigentlich genau daran. So, dann können wir jetzt hier auch Mann, ich werde hier noch verrückt. So. Das kann weg. Das kann hin. So, den Guten müssen wir gleich mal umdrehen hier. Halt, bist du richtig? Richtig. Wie du auf deine Strecke kommst.
Macht er aber nicht. Dann müssen wir ihm dann mal eine kurze Weiche hier reinsetzen, damit er das macht. Damit er da wieder zurückfahren kann. So, dann lassen wir das mal laufen hier. Und fährt zurück. Und dann geht's auf dein Gleis drauf. So. Wenn das erledigt ist. Jetzt gucken wir schnell. Der kommt hier raus aus diesem Gleis. Dann werden wir hier die zweite Spur setzen. So, du darfst wieder drehen, weil jetzt müsstest du eigentlich auf dein Gleis kommen. Dann reißen wir den gleich weg hier wieder. Jawollo. Und hier oben blinkt schon schön fleißig, ne? Das Stahlwerk muss abtransportiert werden, also es scheint gut angedient zu werden. So, weg damit. Wir gucken weiter, dass wir hier unseren Tunnel fertig machen. So. Moment. Moment. Er kommt da raus. So. Das können wir ja lassen. Na, weg da. Und weg da. Da kommt da raus. Was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Beratet mir das mal einer? So. Jetzt habe auch ich wieder den Schuss gehört hier. Abflug. Oh, zacki, zacki, ran da. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir hier einmal eine Weiche. Da, eine Weiche sage ich schon. Hier haben wir unser... Ne, das ist zu weit. Das ist zu weit. Wobei, so weit ist das gar nicht. Na, ran da. So. Dann können wir jetzt nämlich diese Strecke befahren. Kommen hier drauf auf das Gleis, fahren hier rüben weiter und holen die Geschichte hier drüben ab. Das ist eine ganz schöne Wecke. Ganz schöne Strecke. Eine ganz schöne Wecke. Hm, genau. Der Balls schon wieder. Gut. Guti gut. Also, wir brauchen ein Depot. Moment, das ist die ja gar nicht, oder? Doch, das ist die. Was kann ich sagen jetzt? Weil da kommen wir nicht drauf. Gut. Setz mal ein Depot hier hin.
So in den Straßenkeil hier hinein. So. Dann lassen wir die da rausfahren. Und einmal noch eine Drehung hier rein und dann hier rüber rauf. Was machen wir? Stimmung so groß. So. Die legen wir mal da ab. Zweites Gleis da ab. Ne, da kommen wir nie wieder ran hier. Okay, na, hier drüben brauchen wir das eigentlich nicht so massiv. Das ist Quatsch, das ist echt Quatsch jetzt. Das wäre schon wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wegmachen den Mist hier. So, denn jetzt brauchen wir Linie von die richtige hier. Ja. Einmal von da. Nervt der ein bisschen. Einmal von da nach. Doch, von da nach. Nach. Dahin. An die laufen. Gib mir mal eine Farbe, die ich sehe. Läuft hier auf einem Gleis. Kommt hier auf dem richtigen an. Okay, müssen wir dann hier noch mal nur noch eine Weiche rein, denn das ist komplett unbefahren, das Gleis, und wandert hier rein. Ich wollte schon sagen, jetzt macht mich doch nicht so verrückt im Kopf. So, das passt. Also brauchen wir die Weiche da hinten. Definitiv. Und hier eine Weiche auf das andere Gleis. So, nicht so weit hinten. Bisschen hier vorne. Und da setzen wir gleich mal eine Kreuzweiche rein. Denn die müssen mich immer ärgern. Das gibt's doch nicht. Jetzt. So. Signal Ella Ausfahrt. Oder wie auch immer. So. Da einmal. Dann. Passt das. Dann fahren die hier zweigleisig, über den Bahnhof eingleisig, hier wieder zweigleisig, durch Tunnel, bis dahinter, einmal da und einmal Ausfahrt, so wie hier, fehlt uns auch noch Ausfahrt, beziehungsweise da, wo es Sinn macht, sollten wir es hinsetzen. Ich höre euch schon wieder meckern. So. So,
Und dann brauchen wir hier aber auch noch eins. Weil das fährt ja eh einzeln. Dann passt das. So. Und hier fahren wir. Was haben wir vergessen? Und so, da brauchen wir keins, weil da bauen wir eh noch drüber dann. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Nochmal. Und weil es so schön war, bestimmt noch ein paar Mal. So. Motorbrücke. Einmal auf der Brücke. Das ist eine große, die hält das aus. Mieps, mieps. So. Und hier wieder eine kleine Brücke. Da brauchen wir nicht parken. Junge, 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 das ist eine ganz schöne Strecke, ha? So. Hier brauchen wir keins mehr. Hier brauchen wir nur noch Ausfahrtssignale. Ausfahrtssignale und einmal Haltesignal. So hier auch. Da haben wir das. Gut. Dann setzen wir. Haben wir die schon benannt? Nee, haben wir noch nicht benannt. Was hatten wir hier vorgehabt? Halt, Moment, wir haben doch... Oh, wir haben doch Quatsch gemacht. Momentchen. Denn... Stall und Schlacke. Wollten wir haben... Hier. Stall und Schlacke wollten wir haben hier. Stall und Schlacke wollten wir hier. Das ist nämlich schon eine Strecke an für sich ausreichend. Und einen zweiten Zug, der von hier nach zum Güterbahnhof, genau. Von hier zum Umschlagsbahnhof fährt. Das setzen wir dann auch noch in Kraft. Jetzt lassen wir erstmal unseren Zug hier reinfahren. Wo ist das Stahlschlacke? Brauchen wir die Schlacke da oben? Stahlschlacke? Dann nehmen wir mit. Stahlschlacke. Fabrik. Stahl ist ein bisschen... Ah, nehmen wir das. Und dann brauchen wir einmal... El Zugo. Kaufen wir. Gucken wir noch schnell nach den Gütern. Lacke. Stahl. 120, 160. Konnten wir denen tragen? Waren. Nur Waren. Und was haben wir hier? Eisenerzschlacke. Eisenerzschlacke. Da werden wir auf jeden Fall welche mit dranhängen. Und dann brauchen wir noch einmal Stahl. 15, 13. So, wir haben's. Eine Lok. Eine kräftige Lok, bitte. Kilonewton. Oh, 300 Kilonewton. Hochgeschwindigkeit 230. Ja, leider haben wir keine Waggons dafür.
macht 100, die macht 160. Die gönnen wir uns mal. Die BR 185. So, dann haben wir gesagt, wir möchten einmal diese. Wie lang sind wir jetzt? 109. So, und dann brauchen wir noch Stahl. Das macht 35 mal Lacke. Das war, glaube ich, zu viel, ha? Das war, glaube ich, zu viel. Solange die noch nicht gefahren sind, gibt man ja plus minus 0 raus. Und Stahl macht hier 15. Haben wir nicht noch was anderes für Stahl? Macht 14. Bei 120. Der macht 15 Stahl. Dann machen wir das hier. So, haben wir 60. 322. Das kann doch nicht wahr sein. Wegen einem. 292 kriegen wir jetzt einen rein. 308. Gut. So wird das was. Was ist die Linie hier? Wir haben vergessen, auf Enter zu drücken. So. Dann fahren wir mal kurz mit unserem neuen, schönen Zug mit. Ein Stückele. Und wie immer, ob die Geschichte hier rentabel war, werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen und über Kommentare, Tipps, Tricks auch gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, Iron Balls.